Verknüpfungen. Verknüpfungen sollten euch aus AutoCAD eigentlich geläufig sein, wenn ihr irgendwie mit AutoCAD arbeitet. Und gegebenenfalls auch aus anderen Programmen. So, was sind Verknüpfungen? Verknüpfungen sind letzten Endes einfach separate Revit-Projekte, die in euer Hauptprojekt eingebunden werden können. Wir hatten ja schon ein bisschen über das Verknüpfen von Dateien gesprochen beim zweiten Termin, als es um das Einbinden von DWGs ging. Es gibt in dem Einfügen-Menü gibt es einen Befehl, der heißt Verknüpfungen verwalten. Damit kommt man hier zu diesem Dialogfeld, wo ich im Prinzip eine Übersicht habe über alle verknüpften Dateien, egal ob das jetzt eine Revit-Datei ist oder eine DWG oder eine Punktwolke. Und ja, das Schöne ist eigentlich, ich kann aus Gruppen Verknüpfungen machen. Das heißt, ich habe eigentlich eine sehr, im Prinzip so wie in AutoCAD einen Block rausschreiben. Ne? Ich habe eigentlich eine sehr schöne Infrastruktur, um ja, auch noch spät im Projekt Teile des Projektes aus dem Projekt zu entfernen. Beispielsweise, wenn die Performance nachlässt, wäre das in der Regel ein Mittel, zu dem man greift. Ich habe aber auch die Möglichkeit, diese Verknüpfungen wieder als Teil des Projektes zu definieren. Das heißt, die Verknüpfung im Prinzip zu lösen und alle Elemente in mein Projekt wieder zu übernehmen. Und auch das wollen wir uns kurz mal anschauen. So. Jetzt habe ich hier daraus mache ich jetzt also noch eine Gruppe. So, und aus dieser Gruppe möchte ich gerne eine Verknüpfung erstellen. Und das kann ich einfach machen, indem ich hier auf Verknüpfen gehe, nachdem ich die Gruppe erstellt habe. Oder im Prinzip bei jeder ausgewählten Gruppe. Und sobald ich das tue, werde ich mit dieser Frage hier konfrontiert. Möchtest du diese Gruppe durch eine neue Projektdatei ersetzen oder durch eine bestehende Projektdatei ersetzen? Erstmal möchte ich jetzt natürlich meine Gruppe als Datei rausschreiben. Das heißt, ich sage neue Projektdatei machen. Das Ganze natürlich auf den Desktop. So, die Datei heißt dann hinterher nicht Wie-Gruppenname, sondern das Wie-Gruppenname kann man stehen lassen, wenn man möchte, dass die Datei den gleichen Namen erhält wie die Gruppe. Ansonsten könnt ihr euch hier einen anderen Namen entsprechend überlegen und den da reinschreiben. Hier habe ich übrigens auch die Möglichkeit, Detailgruppen mitzunehmen, wie ihr seht, also angehängte Detailgruppen als Ansichten einschließen. Das ist in unserem Fall aber egal. So, ich speichere das Ganze jetzt raus. Habt ihr gesehen, es kam eben kurz eine Isometrie, da wurde quasi temporär die Datei geöffnet. So, und hier kann ich jetzt eigentlich ganz schön den Unterschied zeigen. Eine Gruppe hat eine gestrichelte Outline. Und eine Verknüpfung hat eine durchgezogene Outline. So kann man die relativ gut auseinanderhalten, wenn man mal von den Tooltips absieht, die einem dann auch so eine gewisse Information liefern. Hier unter Einfügen findet ihr den Befehl Verknüpfungen verwalten. Hatte ich gerade schon gezeigt, dieses Dialogfeld. Hier habe ich dann eben die Möglichkeit, die Verknüpfungen auch entsprechend zu lösen, zu entfernen. Und was ich natürlich auch machen kann, ist, dass ich, wenn jetzt beispielsweise jemand anders diese Verknüpfung gerade bearbeitet hat, dass ich sie dann einfach erneut lade und einen aktuellen Stand mir ins Projekt ziehe. Oder ich ersetze sie durch eine andere Datei mit erneut laden aus. Das erlaubt mir quasi eine andere Revit-Datei auszuwählen.
was ja auch sinnvoll sein kann, wenn man seine verschiedenen Stände unter verschiedenen Dateinamen abspeichert. So, jetzt habe ich hier meine Verknüpfung. Ihr seht, da kann ich nicht so richtig viel dran machen. Ich kann die irgendwie verschieben, aber ich komme jetzt hier nicht dahin, dass ich Elemente bearbeiten könnte oder so. Ich kann in die einzelnen Elemente reintappen, das sieht man, ne? Und mir werden auch die Eigenschaften angezeigt. Aber ich habe keinen Bearbeitungsmodus für Verknüpfung. Will ich also irgendwas hier draus verändern, muss ich tatsächlich dieses andere Projekt jetzt öffnen. So. Nehme ich mir jetzt diese Gruppe hier und sage verknüpfen. Da können wir mal den anderen Modus ausprobieren. Durch bestehende Projektdatei ersetzen. Wir haben ja gerade etwas rausgeschrieben und wir können jetzt im Prinzip diese Gruppe ersetzen durch eine weitere Instanz dieser verknüpften Datei, die wir eben geschrieben haben. Das ist diese hier. Dann sagen wir öffnen. Und auch das ist jetzt eine Verknüpfung. Würde ich jetzt diese Datei hier bearbeiten, würden die Verknüpfung neu laden, dann würde das entsprechend hier abgedatet werden. Auch hier gilt wieder, diese Sachen sind im Projektbrowser einsehbar. Hier ist also die Verknüpfung. Die kann ich hier entsprechend auch sehen. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, ich kann jederzeit diesen ganzen Verknüpfungswahnsinn auch wieder aufheben. Beispielsweise, wenn ich mein Projekt als eine Datei weitergeben möchte an irgendjemanden, dann möchte ich natürlich die Verknüpfung zuerst in das Projekt zurückholen, weil ansonsten müsste ich die verknüpften Dateien auch weitergeben. Und das kann ich hier machen mit Binden verknüpfen. Das heißt, sobald ich eine Verknüpfung ausgewählt habe, kann ich diesen Bindenbefehl wählen und muss mich dann noch entscheiden, was will ich eigentlich davon ins Projekt reinholen. In unserem Fall brauchen wir eigentlich nur die Modellelemente, keine Ebenen, keine Raster, keine Details. Und ich kann jetzt sagen, okay. Das ist auch wichtig. Alle Bauteiltypen, die in der Verknüpfung sind, mit denen muss Revit irgendwie umgehen. Und hier achtet mal drauf, was hier steht. Die folgenden Typen sind in diesem Dokument bereits vorhanden. Es werden die Versionen des eingefügten Dokuments verwendet. Das heißt, sollte ich diesen Wandtypen hier in meiner Verknüpfung überarbeitet haben, dann wird der jetzt den Wandtypen in meinem Hauptprojekt überschreiben. Und das ist eine Sache, der man sich einfach gewahr sein sollte, dass das passieren wird. So, nächstes Dialogfeld. Die folgenden neu zu ladenden Gruppen haben dieselben Namen wie bereits im Projekt vorhandene Gruppen. Sollen die vorhandenen Gruppen ersetzt werden? Das ist die Gruppe, die wir ursprünglich erstellt haben, um die Verknüpfung zu bauen. Und die können wir jetzt eigentlich guten Gewissens ersetzen. So, und so habe ich dann aus meiner Verknüpfung wieder eine Modellgruppe gemacht. Ich kann natürlich die Gruppierung jetzt aufheben und dann mit den Elementen ganz einfach normal wieder im Projekt weiterarbeiten. Also dieses Arbeiten mit Verknüpfungen, das ist so ein bisschen, zum einen dient es wirklich der Modellperformance, zum anderen könnte es auch dafür dienen, jetzt in einem größeren Team bestimmen zu können, wer soll eigentlich an welchen Teilen des Gebäudes arbeiten. Und auch bei einem kleineren Team, was jetzt beispielsweise nicht in einem gemeinsamen Netzwerk arbeiten kann, wären Verknüpfungen ein Mittel, sich die Arbeit am Modell so ein bisschen aufzuteilen und zu sagen, okay, ich schreibe
Den einen Teil des Gebäudes schreibe ich in eine Projektdatei, den anderen Teil schreibe ich in eine andere Projektdatei und jeder Teilnehmer oder jedes Teammitglied kann dann quasi an einem separaten Teil arbeiten und es wird alles quasi in einem Modell hinterher zusammengeführt.